Purer Kampf um den Ball gegen den Gegner und die eigenen Leistungsgrenzen. Und das alles im Wasser. Das alles und noch viel mehr ist Wasserball. Keine Sportart, die sich verstecken muss. Mein Sport war für euch beim Weltligafinale in Berlin dabei. Hier ging es für das deutsche Team im zweiten Gruppenspiel gegen die Übermannschaft im Wasserball, gegen die Ungarn. Und schon ging es los. Die Deutschen begannen stark, gingen schnell in Führung und begeisterten so das Publikum. In der Folgezeit ging es hin und her. Es gab Chancen hüben wie drüben. Jeder Ball war hart umkämpft. Ab und zu allerdings auch mit zu viel Einsatz. Dann hieß es für 20 Sekunden ab in die Ecke. Mit zunehmender Spieldauer gewannen die Ungarn mehr und mehr die Oberhand. Der Bundestrainer versuchte zwar noch dem entgegenzuwirken, doch den deutschen Wasserballern ging nach und nach die Puste aus. Und so hieß es am Ende 5:7 aus Sicht der Deutschen, was dennoch nah an einer Sensation und somit zumindest teilweise ein Erfolg war. Also ich habe in meiner Karriere noch nie mit 2 Toren gegen Ungarn verloren. Das ist noch gar nicht so lange her, bei der Europameisterschaft im letzten Jahr habe ich 20:10 mit 10 verloren. Daher sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir schon ganz zufrieden. Da muss ich Schritt für Schritt nachlassen. Gegen die so zu verteidigen war heute, das war super einfach. Wir hätten mit ein bisschen mehr Glück, sage ich heute ganz ehrlich, hätten wir das Setting heute schaukeln können. Die Fans waren ebenfalls begeistert, trotz des unglücklichen Endes. Also Wahnsinn. Hätte nicht gedacht, vor allem Ungarn ist ja aktueller Olympiasieger, wenn ich mich recht. Und es war eine starke Leistung, ein Riesentorwart und gut gekämpft. War absolut in Ordnung. Ja, ich bin begeistert. Ich habe das erste Mal jetzt ein Spiel gesehen. Ich habe eigentlich gedacht, boah, Ungarn, die sind ja voll gut, das weiß man ja. Aber dann haben sie ja 3-1 geführt und ich dachte, ne, jetzt... Ja, aber dann weiß ich auch nicht. Ey. Die zweite Halbzeit waren ein bisschen müde, glaube ich. Ungarn war ein Verstärker, ja. Doof, Überzahl einmal nicht ausgenutzt, glaube ich. Aber ich fand's gut, auf jeden Fall. Ja, die haben doch super gespielt. Also so die letzten 3 Minuten waren dann scheiße, aber sonst haben die total gut gespielt. Also. War spannend, war nicht schlecht. Schade, dass sie nicht auch Konditionen hätten, hätten sie sicher gewinnen können. Da müssen wir ein bisschen mehr Grundlagen schaffen, dann klappt das noch besser. Ja, es war ein bisschen spannend und jetzt muss ich erstmal hier was Erfrischendes trinken. Ne? Na dann Prost, darauf, dass der deutsche Wasserball demnächst auf der Erfolgswelle schwimmt.